Grüßt euch, liebe Messerfreunde. Ich möchte euch gern ein Taschenmesser heute vorstellen. Es handelt sich um das Steeltec Modell Nummer 2, das in Zusammenarbeit zwischen QSP Knives und, ja, man würde jetzt sagen Steeltec, die wieder aufleben gelassene alte Firma, der alte Hersteller, der jetzt den Namen trägt und das Messermagazin dahinter steckt. Generell gibt es das QSP Picklet, das ja so ziemlich baugleich ist, allerdings kein Nagelhau, sondern ein Daumenpin hat, also die Einhandöffnung damit gewährleistet. Hier haben wir ein, naja, sagen wir mal, noch 42A-konformes Messer, das man jetzt noch uneingeschränkt, glaube ich, tragen kann, bis auf in den Waffenverbotszonen. Da wird es dann jetzt wohl mit 4 cm begrenzt werden, wenn die Klinge verriegelt. Aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Soweit möchte ich da auch nicht wieder drauf eingehen. Ich möchte euch gerne dieses Messer vorstellen. Ja, das Modell Picklet gibt es von QSP mit einer G10-Beschalung, mit einem Daumenpin. Das hier ist die, ja, Deutschland-Version, würde ich mal so sagen, des, wie schon gesagt, bei QSP in China gefertigten Modells, unter Steeltec gelabelt wurde. Ja, und grundsätzlich ein Messer ist, das in den Budgetbereich reingreift und gut reinpasst und ein sehr, sehr schönes EDC-Messer abgibt, wie ich finde. Wir haben eine Beschalung aus Mikata, aus Canvas Mikata. Und als ich dieses Messer bei dem Kanal Stefan 123321 das erste Mal gesehen habe, wusste ich gleich, oh, das wird mir ganz, ganz gefährlich. Ein richtig schönes Messer, optisch ja sehr rustikal gehalten, wie ich finde. Und ja, alles dran, was es so bedarf. Ich dachte allerdings, dass diese Mikata-Beschalung so auf den ersten Blick, dass sie bestimmt erhaben ist und sehr rau ist. Und wenn man jetzt mal genau hinschaut, dann sieht man, dass sie doch ganz glatt ist. Die ist ganz glatt geschliffen. Dennoch bietet sie so eine gewisse Grund, ja, Rauheit würde ich jetzt gar nicht sagen. Also sie bietet einfach eine gewisse Griffigkeit und wie gesagt wirkt dabei doch sehr, sehr rustikal und passt auch sehr gut zum Messer, wie ich finde. Wir haben eine Stonewash Finish, Stonewash gefinischte Drop Point Klinge mit diesem schrägen Anschliff, der hier den Vollflachschliff nochmal so etwas aufregender gestaltet. Der Nagelhau ist also das Merkmal für die Zweihandöffnung. Ansonsten ist die Klinge, wie ihr seht, weiter gar nicht gemarkt. 14C28N ist ein guter, ein solider schwedischer Sandvik-Stahl. Der macht einen sehr guten Job, aber das ist ja nicht nur der Stahl, der einen guten Job macht, der sich auch relativ gut nachschärfen lässt und auch sehr einfach eigentlich nachschärfen lässt, sondern halt auch über den Vollflachschliff, der doch relativ fein ausläuft. Das messe ich gleich auch noch einmal für euch. Die Rückseite, ihr seht, die Kante ist leicht gebrochen, aber man könnte damit, denke ich, auch sicherlich noch einen Feuerstahl anreißen. Es ist so, wie ich schon sagte, alles dran, was muss. Für mich wichtig, das Lanyard Hole, das ist dran, ja, das passt sehr gut. Der Clip ist da, aber leider nicht umsetzbar. Das heißt, für Linkshänder, naja, okay, ich trage es dann halt an der rechten Hosentasche, in der rechten Hosentasche. Aber so völlig optimal ist es nicht. Ja, gut, man hätte diese Ausfräsung für den Clip dann hier auf der linken Seite dann auch wieder anbringen müssen, was dann so das Gesamtbild dieser, ich sag mal, dieser Show-Seite hier so ein bisschen, naja, einschränken würde. Ich bin also so ein bisschen geteilter Ansicht. Auf der einen Seite wäre das schön gewesen, wenn man den Clip umsetzen könnte, auf der anderen Seite wäre dann diese Einfräsung da gewesen, also so lala. Also, wir haben sehr schöne hochglanzpolierte Liner. Ihr seht, die sind nochmal skelettiert, nochmal ausgenommen, um nochmal etwas Gewicht zu sparen. Insgesamt ist das Messer auch sehr angenehm leicht. Also es ist nicht zu leicht, aber auch da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Aber so insgesamt sehr angenehm, definitiv. Die Liner stehen hier ringsherum etwas über, wie ihr seht. Auch vom Griffgefühl dadurch her ja sehr angenehm einfach. Auch ich würde angenehm sagen, gefällig einfach. Wir haben einen Liner-Lock, der gut verschließt. Wir haben den Liner Lock etwas überstehen. Das heißt also, man kann ja auch von der Seite den Lock gut erreichen und gut lösen. Und hier so ein leichtes Jimping, so leichte Kerben noch eingebracht. Wenn man sich jetzt von der Bearbeitung her damit vielleicht nicht so auskennt, bliebe allerdings noch zu sagen, dass diese
Riffelung in den erhabenen, muss mal kurz in diesen erhabenen Teilen hier, dass das wahrscheinlich nicht unbedingt gewollt ist. Hier seht ihr es, man spricht dabei von Rattermarken. Das heißt, das kann verschiedene Ursachen haben, dass das Werkzeug eventuell stumpf geworden ist beim Fräsen, dass die Platine vielleicht nicht optimal eingespannt war, sodass sie etwas gerappelt hat, etwas geflattert hat bei der Bearbeitung. Und so kommen dann halt diese kleinen Kerben, diese Rattermarken, so nennt man das halt, zustande. Ich finde sie persönlich gar nicht mal so hässlich irgendwie, aber von der Bearbeitung, von der Metallbearbeitung her ist es eigentlich nicht Ziel, dass man diese Oberfläche erreicht. Ja, also normalerweise wäre das ein Makel. Ich finde es persönlich jetzt aber nicht so schlimm, zumal das dann auch etwas noch die Oberfläche anraut. Wir haben ja hier sowieso alles relativ glatt und verrundet, auch die Platinen. Ihr seht es, beidseitig sind die angefasst und alles schon sehr schön glatt gehalten. Also von daher bin ich auch gar nicht mal unbedingt so weit ab, dass das nicht auch noch seinen Nutzen hat. Ihr seht dann auch noch so ein kleines Becken innen ausgefräst für den Liner-Lock. Ansonsten seht ihr natürlich die Backspacer, die Standoffs hier. Also wir haben keinen Backspacer verbaut, sondern einen Standoff bzw. zwei. Ja, Klingenanschlag ist hier oben. Die Klinge ist sehr schön zentriert. Und auch hier sieht man die sehr schöne Mikata-Struktur. Auch da finde ich das, auch das Messer auch von dieser Seite her, finde ich das sehr, sehr ansehnlich. Generell ist von der Qualität her auf jeden Fall von einem hochwertigen Messer zu sprechen. Budgetbereich liegt so bei 50 Euro. Ich glaube, der Versand ist sogar noch kostenlos. Das QSP Picklet ist, glaube ich, sogar noch etwas günstiger. Dann allerdings mit GC-Beschalung und nicht die aus meiner Sicht doch etwas höherwertigere Mikata-Beschalung. Das Messer ist so ein guter Mid-Size-Folder, wie ich sagen würde. Und liegt für Links- als auch für Rechtshänder sehr gut in der Hand. Im Hammergriff habe ich halt den einen Griff, den einen Finger hier in dieser Zeigefingermulde, und dahinter verteilen sich die Finger dann doch recht gut auf dem Griff und auch auf dem Clip. Ihr seht es, ich habe zwei Finger auf dem Clip, einen noch dahinter, und bei mir passt es gerade noch so in die ganze Hand im Pariergriff auch sehr gut, oder auch so für die Essenszubereitung, das passt alles. Also das ist auch ergonomisch schon echt ein schönes Messer, das eine sehr gute Schneidleistung bringt. Allerdings, die Klinge so out of the box war so ein bisschen lala scharf, hatte eine Gebrauchsschärfe, aber nicht, dass ich jetzt sagen müsste, so wow, Laserschwert. Allerdings habe ich es dann nur einfach einmal über einen Lederriemen gezogen und es nahm dann schon gleich eine sehr, sehr vernünftige Schärfe an. Also da macht es dann halt wieder Sinn, den 14C28N, den brauchst du dann nicht über einen Sharpmaker, über einen Worksharp oder sonst was drüber zu ziehen. Da reicht ein Jeansbrett, da reicht ein ganz einfacher Ledergurt, um dann auch gleich wieder eine schöne Schärfe drauf zu bringen. Die Klinge läuft, die Schneide hat hinter der Schneidphase noch ungefähr 0,45 mm Material. Also das ist schon ein schöner Wert. Wir haben eine Anfangsstärke von 3,35 mm. Also auch von der Stabilität her. Ihr seht es auch, die Klingenspitze läuft auch nicht zu fein aus. Eine schöne, sehr taugliche Klinge. Wie gesagt, 0,45 hinter der Schneidphase. Einmal über einen Lederriemen, einmal über einen Lederriemen und dann auch für den Nutzen einfach hergestellt, wie ich finde. Durch dieses relativ kräftige Stonewash-Finish, das schluckt kleinere Kratzer mit Sicherheit optimal. Also von daher braucht sich da auch keiner irgendwelche Gedanken zu machen, dass das dann irgendwelche Spuren hinterlassen würde. Ja, das Lanyard-Hole, ihr seht es natürlich, ich habe hier einen 550er Paracord drin, das passt auch wunderbar durch, gibt überhaupt gar keine Probleme. Auch vom Nutzen her, vom Benutzen her, haben wir hier einen guten definierten Klingenlauf. Wir haben Bronze-Washer verbaut und das funktioniert gut. Wir haben jetzt keinen Halbstock, nichts, es ist halt ein Liner-Lockmesser, das verriegelt. Es kommt halt aus der Einhandöffnung und ist halt in diesem Fall dann umgebaut, umfunktioniert worden zu dieser
Zweihandausführung. Insgesamt, denke ich, bekommt man hier für sein Geld einfach ein richtig gutes Taschenmesser, dass man, wie gesagt, wenn es jetzt nicht in was mit Waffenverbotszone ist, dann fällt es aber auch nicht unter den Paragraphen 42a. Das heißt, das Führungsverbot ist hier nicht greifend. Man kann es da durchaus mit sich mitführen. Genauso halt wie solche Geschichten mit dem Backlog. Auch hier haben wir da den Longpull dran, aber das sind halt dann die Merkmale eines zweihändig zu öffnenden Messers. Und von daher genau mein Beuteschema so in letzter Zeit. Ich habe es ja öfter schon angesprochen. Und für den Preis, denke ich, kann man sich überhaupt nicht beschweren. QSP hat hier einfach auch einen großartigen Job gemacht. Jo, die Klingenlänge, die Maße, wie gesagt 0,45 hinter der Schneidphase, sehr, sehr schön im Alltag zu benutzen. Wir haben ungefähr 7,6 cm scharfer Klinge bei 8 cm. Gesamtklingenlänge sind ungefähr scharf 7,5, 7,6 cm. Die Gesamtlänge sind 17,8 cm, wenn ich das jetzt richtig ablese. Ja, 17,8. Und das Gewicht, das ich ja auch schon lobend angepriesen habe, könnt ihr es sehen? Ja, das Gewicht. Gut, immer bei mir natürlich klar Lanyard und Bead dran. Das sind nochmal 3, 4, 5 Gramm. Mit Beat 94, wenn ich das jetzt vorsichtig so ein bisschen abhebe, 92, 90, ne? Also noch unter 100 Gramm. Dazu, wie gesagt, ein sehr schönes Design, sehr rustikal. Dazu eine vollflach geschliffene, sehr schöne Stone gewaschene, wie auch immer. Also eine Stonewash-Klinge, sehr tauglich, sehr schöne Handlage, sehr ergonomisch, angenehm, ja. Schönes Ding, da hat sich das Messermagazin aus meiner Sicht einen absoluten Volltreffer einfallen lassen. Ja, weiter so, auf jeden Fall. Ja, limitiert sind die nicht wie die ersten Modelle oder wie das erste Modell. Da sollte auch für Nachschub auch noch über einen gewissen Zeitraum gesorgt sein. So viel zum Steeltec Nummer 2 QSP Knives Messermagazin. Great Job. Ja, ich hoffe, die Vorstellung hat euch gefallen, hat dem einen oder anderen vielleicht auch weiterhelfen können. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bleibt gesund, bis zum nächsten Video. Tschüss.